Der ist zu Stein geworden, hatte ich euch gesagt. Den muss ich befreien. Hallo, Brad. Hallo, ich komme und werde dich befreien. Dauert noch ein bisschen. So, jetzt mal los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der C64-Spielzeit mit Andira. Das bin ich. Heute zeige ich euch das Spiel The Rocky Horror Show aus dem Jahr 1985. Publisher ist die CRL Group PLC aus England und programmiert hat das Spiel im Auftrag genau dieser Gruppe Andrew Stoddard. Untertitel der CRL Group war übrigens The Dream Makers. Da überzeugen wir uns später mal von. Jedenfalls ist das eine Spieleschmiede gewesen mit dem Schwerpunkt für Games für den ZX Spectrum und natürlich auch für den Commodore 64. Die Musik stammt von Bob Hartshorne und für die Grafik habe ich diesmal leider keinen expliziten Künstler. Es handelt sich um ein Actionspiel, ein Puzzle-Game, Joystick in Port 2, Einspielerspiel und wie so häufig ist das Spiel in englischer Sprache. Ein Cover habe ich euch heute auch wieder mitgebracht und diesmal ist es das Cover der Tape-Version, so wie es auch in Europa verkauft wurde. Die Vorlage ist das gleichnamige Musical von Richard O'Brien aus dem Jahr 1973. Zwei Jahre später, 1975, wurde das Musical sogar verfilmt und besitzt Kultstatus. Der Film heißt übrigens The Rocky Horror Picture Show, hat also zusätzlich noch ein Picture im Titel und ich habe euch mal das Cover der DVD mitgebracht. Das halte ich jetzt mal hier in die Kamera. Ja, ihr seht, es sieht ähnlich aus wie das Cover des Spiels und dazu erzähle ich euch dann auch später mehr. Jetzt aber zurück zur Tape-Version. Ja, ganz in schwarz. Der Schriftzug des Musicals ist das Erkennungszeichen vom Film und hier vom Spiel. Sieht aus, als wäre der Titel The Rocky Horror Show mit Blut geschrieben. Wie der Titel eines richtigen Horrorfilms. Die habe ich damals als Jugendlicher ja gern gesehen. Besonders die in Deutschland verbotenen, beziehungsweise die, die auf dem Index standen. Aber wem ging es nicht so? Oben der Schöpfer des Musicals, Richard O'Brien, und unten dann der Spruch Don't dream it, play it, oder wie es in der deutschen Spielanleitung heißt, spielen, nicht träumen. Das ist hier unser Motto. Wir betrachten hier speziell die Version für den Commodore 64. Das ist wichtig zu erwähnen, denn später werde ich noch auf zwei andere Versionen eingehen. Kosten für diese Tape-Version waren damals etwa 35 D-Mark, vielleicht ein bisschen weniger. In Amerika wurde das Spiel von Electric Dreams Software vertrieben. Die gehören zu Activision und haben viele Spiele vertrieben, unter anderem R-Type von Manfred Trenz, Aliens The Computer Game oder Titanic The Recovery Mission. Also das sind alle Spiele, die ich bis zum, Erbrechen gespielt habe damals und die ich richtig super finde und die ich euch bestimmt früher oder später auch mal hier im Rahmen der C64-Spielzeit vorstellen werde. Jetzt aber würde ich sagen, wir legen los, Load. Ja, nach fast 4 Minuten erscheint dann hier dieses Titelbild. Natürlich das Logo The Rocky Horror Show. Oh, da ist es auch schon wieder weg. Schade, ziemlich kurz. Auf jeden Fall habt ihr ja gesehen, in Rot gehalten, wie ein Graffiti bzw. wie mit Blut gemalt, dass die Wand runterläuft. Sonst ist der Bildschirm wie auf dem Cover schwarz und oben zu sehen der Schöpfer Richard O'Brien, unten dann noch mit Handschrift geschrieben in grün, Original TV Game, ein Hinweis auf die Vorlage zum Spielfilm. Jetzt aber hier zum Titelmenü, was hier gerade läuft, ein roter Bildschirm mit den beiden Hauptfiguren des Spiels, Brett Majors links und Janet Weiss rechts. Ja, unser frisch verlobtes Liebespaar ist das. Einen von beiden können wir jetzt aussuchen und spielen mit der Taste B oder J. Und bevor wir das tun, noch kurz zur Story des Spiels. Das frisch verlobte Liebespaar Brett und Janet, wir können sie hier auf dem Bildschirm sehen, haben in einer stürmischen Nacht eine Reifenpanne und suchen Hilfe im nahegelegenen Schloss von Dr. Frankenfurter. Und der verwandelt Janet oder eben Brett, je nachdem, wen wir spielen von den beiden, zu Stein. Und wir müssen nun die Teile der Medusa-Maschine zusammensuchen, diese zusammenbauen und unsere Geliebte damit retten. Ja, und jetzt würde ich sagen, nicht lang schnacken, Joystick packen, wir legen los, Feuer, beziehungsweise erstmal drücken wir B, wir spielen mal den Brad.
Oh, tolles Zwischenbild. Enter at your own risk. Das ist das Schloss. Oh, es blitzt und donnert. Also eine stürmische Gewitternacht, das sagte ich schon. Wie im Film. Und jetzt aber Feuer und es geht los. Eine tolle Musik. Wer den Film kennt, der wird sofort an den Time Warp denken. Das ist eins der zentralen Stücke des Musicals, beziehungsweise auch des Films. Ich spiele jetzt gerade mal hier so ein bisschen rum mit dem Joystick. Links, rechts kann ich gehen, oben, unten. Und mit Feuer kann ich Gegenstände benutzen und Feuer natürlich auch aufnehmen. Schauen wir mal. Statusleiste, The Rocky Horror Show, unten links. 95 zählt von 99 Zeiteinheiten runter bis auf 0. Dann haben wir das Spiel verloren, wenn wir bis dahin nicht fertig sind und alle Puzzleteile eingesammelt haben. Und da rechts unten, oder beziehungsweise eher in der Mitte, ich laufe mal ein bisschen weiter, finden wir, hier sind so ein paar Puzzlestücke, die kann ich mit Feuer einsammeln und jetzt sehen wir das auch. Unten das schwarze Quadrat, da habe ich jetzt ein Teil eingesammelt und ich kann immer nur ein Teil zur gleichen Zeit einsammeln. Ich kann das auch nicht wieder fallen lassen. Da unten ist noch ein Schlüssel. Wir dürfen nicht... Nein! Wir dürfen nicht... Mann! Getroffen werden hier von der Dame, sonst... Nein! Mensch! Lass mich gehen! Ich bin da irgendwie festgehängt. Jetzt ist sie weg. Kommt sie wieder. Komm, geh weg! Ja, die zieht uns nämlich Energie ab, beziehungsweise lässt es uns frösteln. Ihr seht rechts der Freezer, die Temperatur, das Thermometer. So, den Begriff suchte ich. Der geht auf 0 runter und wenn wir bei 0 sind, dann ist der Gefrierschrank aufgetaut. Da hat nämlich der Dr. Frankenstein, Frankenthaler natürlich, einen Menschen eingefroren, ein Monster, was er erschaffen hat. Und das jagt uns dann so mit dem Motorrad. Dazu gleich aber nochmal. Jetzt gucke ich, dass ich hier vorbeikomme. Komm, lass mich doch vorbei. Gut, und wenn man nicht aufpasst, dann ziehen die einen auch bis auf die Unterhose aus. Und jetzt haben wir unsere, weder unseren eingesammelten Schlüssel, hatten wir vorher gar nicht, und noch unsere eingesammelten Stücke. Sondern wir müssen jetzt erst, das ist alles jetzt im Schloss verstreut worden und wir müssen jetzt suchen, und zwar unsere Klamotten, bevor das Spiel weitergehen kann. Ach Mensch, 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 so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich kann jetzt auch hier mit Feuer den Schlüssel nicht einsammeln. Ich muss erstmal suchen. Ja, da ist einer von den Gegnern. Ich glaube, das ist sogar der Frankenstein. Frankenstein, sage ich immer, der Frankensteiner. Frankenfurter. So, und hier ist der bucklige Butler, der Riffraff. Der schießt mit Laser, da muss ich auch aufpassen, dass der mich nicht kriegt. Ja, super großen Buckel. Erinnert mich so ein bisschen an Quasimodo. Übrigens Quasimodo, das Spiel, das hatte ich euch auch mal im Rahmen der C64-Spielzeit vorgestellt. Da war es auch. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ist auch schon ein bisschen länger her, also bestimmt über 2 Jahre. Ja, und während hier dieser, das kann man jetzt nicht abbrechen. Ich drücke mal Space, Feuer. Da muss man erstmal ein bisschen gucken. Die Credits laufen da eben einmal lang, bevor ich zurück in den Titelbildschirm komme. Ja, jetzt konnte ich euch schon zeigen, die Gegner, die rauben unsere Klamotten und auch die Gegenstände so. Und die lassen sie woanders wieder fallen. Und insgesamt müssen wir 15 Puzzleteile, ich bin ganz ungeduldig und drücke dauernd Feuer, einsammeln, um das Spiel zu schaffen. Wir können aber jeweils nur einen Gegenstand gleichzeitig tragen. Also einen Schlüssel und ein Puzzleteil gleichzeitig. Ich meine jetzt nur Puzzleteile, immer nur eins. Und der Riffraff, der bucklige Butler, den haben wir auch schon gesehen mit seiner Laserpistole, hat uns hier am Schluss um die Ecke gebracht. Schade. Komm, wie lange muss ich denn warten hier? Ich kann das nicht abbrechen. Feuer. Return. Nein. Dann warte ich halt. Runstop. Auch nicht. Gut. Ja, und wenn es zu warm ist, hatte ich auch schon gesagt, dann taut Eddie, so heißt nämlich das Monster, auf, was der Dr. Frankenfurter erschaffen hat. Oh, jetzt geht's aber weiter. Und dann taut der Gefrierschrank auf und der überfährt uns dann mit einem Motorrad, so wie im Film. Also da überfährt er uns nicht, aber der taucht auch mit dem Motorrad auf. Und jetzt drücke ich mal das J, weil ich jetzt mal gerne die Janet schreiben oder spielen möchte. So, und das Schloss ist übrigens, jetzt haben wir ja hier ein Mädchen, schön im Rock und mit Zöpfchen, klar zu erkennen als Dame. Schön. Und jetzt müssen wir natürlich unseren Freund befreien. So, ich gehe mal hier oben hin, sammle das erste Puzzleteil ein mit Feuer. Und jetzt gucke ich mal, dass ich ein bisschen schneller hier vorbeikomme. Feuer, Schlüssel einsammeln ins nächste Bild.
Und ihr seht jetzt, ich habe das Puzzleteil eingesammelt da, das schwarze Quadrat unten in der Mitte. Nein, lass mich gehen. Ach, ist nicht schön, ne? Okay, ich sehe auf jeden Fall das Puzzleteil da unten und den Schlüssel, den sehe ich jetzt nicht mehr, weil der ist leider abhanden gekommen. So, und hier kann ich jetzt das Theater öffnen. Hier, wo es blinkt in weiß, das ist die Wand, wo ich normalerweise die Puzzleteile mit Feuer hinlege, die ich habe. Also ich muss immer ein Puzzleteil einsammeln, hier an diese weiße Wand Feuer drücken und das Puzzleteil dort ablegen. Das muss ich zusammen auch nicht so wie, ich sag mal, ach, wie heißt das Spiel? Impossible Mission, so, das fehlte mir jetzt. Muss ich jetzt nicht irgendwie nachher noch sortieren, die Puzzleteile, sondern die werden gleich richtig platziert. Da sehe ich auch den Brett, der ist zu Stein geworden, hatte ich euch gesagt, den muss ich befreien. Hallo Brett, hallo, ich komme und werde dich befreien, dauert noch ein bisschen. So, jetzt mal los. Mir wird nämlich auch kalt hier. Ja, übrigens, während Brett ganz nackt war, eben, hat die gute Janet noch ihr Höschen an. Naja, immerhin etwas. So, und jetzt sind wir mal mit dem Aufzug eine Etage höher gefahren, da haben wir auch schon den nächsten Gegner. So, das ist die, wie heißt sie, das heißt, die heißt Columbia, glaube ich. Da liegen meine Klamotten. Ihr seht sie vielleicht in blau. Feuer. Jetzt habe ich Klamotten an und jetzt aber ganz schnell weg. Ein Puzzleteil habe ich ja schon. Feuer, Feuer. Achso, und den Schlüssel habe ich jetzt auch wieder. Ah, okay, die Sachen, die sind also nicht komplett abhanden. So, ich steige schnell in den Aufzug. Sondern die werden mit den Klamotten nicht irgendwo versteckt, sondern... Also, mit den Klamotten irgendwo versteckt, wollte ich sagen. So. Okay. Jetzt gucke ich mal, dass ich das erste Puzzleteil hier, zack, platzieren kann. 79... Ja, Zeiteinheiten habe ich noch. Ich drücke jetzt mal Feuer. Na, Feuer. Jetzt haben wir es platziert, ihr seht's. Und jetzt schnell das nächste einsammeln. Ich glaube, jetzt läuft's. Ich weiß nicht, warum ich so langsam laufe. Feuer. Jetzt geht's etwas schneller. Manchmal ist er total langsam. Vielleicht ist das auch einer der Spielefehler. Zu denen komme ich dann später aber. Vielleicht kann ich euch sogar mal einen zeigen. Die treten nämlich sporadisch auf. Hier bin ich immer total langsam. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Komm, mach doch mal ein bisschen schneller. Da war immer die schöne Musik. Richtig schön fetziges Stück. Leider ein bisschen kurz. So. Und da habe ich von den 15 Teilen schon 3 Teile eingesammelt. Da war jetzt, glaube ich, keins mehr. Dann gehe ich jetzt mal nach links. So, übrigens, ich hatte eben schon gesagt, dass das Musical als auch der Kinofilm richtig Kultcharakter haben. Und das liegt an dem Mitmachen, von dem das lebt. Ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wer bei so einem Event schon mal mitgemacht hat. Also, ich habe das bei uns im Fahrzentrum damals auch gemacht, also bei einer Vorführung. Da werden diverse Sachen gemacht, also auch im Kino, wenn der so läuft, alle Nase lang. Die Leute kommen da dann verkleidet hin, teilweise in Strapsen, also das ist Teil des Films, als Transvestiten verkleidet. So, jetzt muss ich mal gucken, dass die mich... Nein! Dass die mich nicht erwischen, wollte ich sagen. Und, naja, kurz nochmal zum Kultcharakter und dem Mitmachgedanken. Das kann ich hier ja eh nicht abbrechen. Also, man nimmt dann zum Beispiel Reis mit ins Kino oder zur Filmvorführung. Und es gibt dann eine Szene, da wird die Hochzeit gefeiert und da werfen alle mit Reis. Also, das Kino sieht nachher aus wie ein Schlachtfeld. Denn es werden unter anderem auch mit Klorollen geworfen, ja, bei einer Szene. Oder aber man nimmt eine Zeitung mit und es gibt eine Gewitterszene. Es regnet, dann packt man sich die Zeitung auf dem Kopf und gleichzeitig schießen die anderen Personen mit Wasser, nicht Wasserkanonen, Wasserpistolen, so, das Wort suchte ich, auf einen. Das ist zum Beispiel auch total witzig. Beim Time Warp Song, der Song, den wir die ganze Zeit hören, wenn der gespielt wird, dann stehen alle auf und tanzen wie wild im Kinosaal herum. Und es gibt noch auch weitere Aktionen, unter anderem mit Gummihandschuhen und so weiter und so fort. Also, wer das schon mal gesehen hat, dabei war und noch so ein paar von diesen Witzen, sag ich mal, mit diesen Mitmachelementen kennt, schreibt sie doch mal unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und ich spiele noch eine Runde B. Das ist jetzt die dritte Runde. Es ist übrigens
Halloween. Und zu Halloween zeige ich euch jedes Jahr, ihr habt euch das gewünscht. Und mein Wunsch ist euch Befehl, oder andersrum, euer Wunsch ist mir Befehl. Ich zeige euch dann jedes Jahr einen Horrorstreifen. Letztes Jahr habe ich euch gezeigt, Freitag der 13. Ja, jetzt hör auf zu schießen mit deinem blöden Laser. Das ist ja Wahnsinn hier mit zwei Leuten. Ah, die laufen aber auch immer in einen rein. Ja, komm, jetzt. Nein, du nicht auch noch. So, letztes Jahr habe ich euch, wie gesagt, Freitag der 13. gezeigt und auch das war voller Fehler, weil ich eben die Fehler angesprochen hatte. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Nein, schreibt mir nicht in die Kommentare. Schreibt mir mal, was rede ich eigentlich heute für dummes Zeug? Mensch, ich wollte sagen, wer das Video noch nicht gesehen hat von letztem Jahr, Freitag der 13., dem verlinke ich das in den Shownotes unten. Schaut mal vorbei, lasst mir gerne auch einen Kommentar dort da. Mensch, so, wo sind meine Klamotten? Hier geht er jetzt wieder total langsam. Hier liegen die Klamotten nicht, den Raum kann ich gleich verlassen. Ja, sagt er mal, jetzt bin ich hochgelaufen. Ich kann euch nochmal zeigen, hier sind so Leitern. Die kann ich, wenn ich genau davor stehe, hochlaufen. Und dann drücke ich Feuer auf den Knopf da oben. Dann schalte ich den Laser aus. Oh, dann geht er wieder an. Wenn ich ihn wieder aushaben will, dann muss ich da wieder drücken. Und, oh. Jetzt ist der Rocky, ne? Wahrscheinlich. Eine der Horrorgestalten von Dr. Frankenfurter aufgewacht. Ich laufe mal ganz schnell weg. Der läuft ja auch hier nackig rum. Naja, im Spielfilm ist das ein muskulöser, blonder Mann. So, deshalb heißt übrigens der Streifen hier auch Rocky Horror. Ja, hatte ich nicht gedrückt. Oder muss ich mich wieder einfach nur beeilen? Rocky Horror Picture Show. Ah, da muss man sich beeilen. Mensch. Benannt nach dem Monster, was Dr. Frankenfurter erschaffen hat. Ja, und während das hier läuft, nochmal kurz zur Musik. Ihr hört das Stück ja die ganze Zeit, The Time Warp. Die Lyrics sind ja bekannt, denke ich mal. Also wer das Spiel kennt, let's do the time warp again. Keine Angst, ich singe jetzt nicht. It's just a jump to the left. Woo! Ne? Genau so. Und leider gibt es nur diesen einen Song im Spiel. Und der hat nur eine Länge von 1 Minute und 10 Sekunden. So. Ja, kann ich jetzt endlich abbrechen. Das ist ja wieder was hier. Das Spiel, eben schon angesprochen, hat so einige Programmierfehler. Und so kann es unter Umständen sein, dass man, nachdem man gefasst wurde, ich bin ja auch mehrmals jetzt gefasst worden, an einer Position hingebeamt wird, aus der man sich nicht mehr befreien kann. Also zum Beispiel schwebt man dann oben über den Türen in der Luft, das habe ich auch schon mal gehabt. Oder ihr seht ja, man wird total langsam oder man wird hingebeamt zwischen den Laserstrahlen. Und naja, die Laserstrahlen, die rauben einem dann die Energie und das Spiel ist zu Ende. Naja, okay. So, kann ich jetzt eigentlich mal, vielleicht zeige ich euch noch eine allerletzte Runde. Und zwar spiele ich jetzt nochmal die Janet. So. Mensch, dass man das nicht abbrechen kann, das nervt ein bisschen. Wenn man Schlüssel einsammelt, kann man übrigens durch Türen gehen. Und nicht jede Tür passt zu jedem Schlüssel und andersrum. Was übrigens auch ganz witzig ist, jedes Spiel wird random zusammengewürfelt. Also die Map ist immer gleich. Aber die Gegenstände, die Schlüssel als auch die Puzzleteile, die sind immer anders verteilt, deshalb wird das Spiel auch ja nicht langweilig. Und da es so schwierig ist, wenn die einen packen, dann haben die auch immer so schöne Sprüche. Komm, lass mich doch, jetzt hänge ich hier oben fest. Ja, jetzt habe ich es ausgetrickst. So muss das sein. Nochmal kurz zurück. Nein, ich wollte den Schlüssel da einsammeln. Ja, jetzt bin ich auch nackt. Jetzt habe ich gleich keine Lust mehr. So, aber noch macht Spaß. Da haben wir wieder Riff Raff, den buckligen Butler. It's just a jump to the left. So. Ja, übrigens, Spoiler, wenn man die 15 Puzzleteile zusammengesetzt hat und so seine
Freundin befreit, dann muss man mit ihr zusammen, jetzt kann ich hier nicht raus, weil die da vorrumläuft, dann muss man mit der Freundin zusammen zum Ausgang des Schlosses, da wo ich halt reinkomme, zur Tür laufen. Und an der Tür angekommen ist das Spiel dann zu Ende und dann läuft eben, nicht besagter, sondern eben gesehener Abspann mit den Credits noch einmal lang. Also es gibt keinen herzlichen Glückwunsch oder ähnliches. Oder Congratulations, das ist schon ein wenig traurig. Naja, und das Game, ich glaube, ich höre mal auf zu spielen. Bleibt man da so nackig stehen, oder? Nee, macht man nicht, ne? Das spiele ich noch eben zu Ende. Aber das Game, das erschien wie so häufig auf mehreren Heimcomputern. Ach, da bin ich wieder total langsam. Feuer, Klamotten an. Oh, und jetzt gucke ich mal, dass ich da wieder runterkomme. Nein, komm, lass mich mal in Ruhe. Da ist ein Schlüssel. Jetzt habe ich einen Schlüssel eingesammelt. Vielleicht zeige ich euch nochmal, wie man durch eine Tür geht. Das war die falsche Tür. Hier vielleicht. Ah, hey. Zum Schluss noch die Tür geöffnet. Cool. Hier liegen also auch zwei Puzzleteile und ein neuer Schlüssel. Den packe ich gleich mal ein. Kann man hier auch irgendwas sehen? Hallo? Ist da was? Nee. Aber cool. Ein Kronleuchter da oben. Ein dunkler Raum. Puzzleteil. Achso, ich habe ja noch ein Puzzleteil. Ne? Das muss ich erstmal wegbringen. Ah, jetzt. Ah, ist das ein Fehler? Ich komme durch die Tür nicht, wollte ich sagen. Doch, komme ich, ne? Komm, jetzt warten wir nochmal auf den Aufzug. Ja, das Game wurde, gerade war ich schon mal angefangen damit, für einige Heimcomputer entwickelt. Neben dem Commodore 64 auch für den Amstrad CPC, den Apple II, den ZX Spectrum und den C128. Und die Vorlage war übrigens die Version des ZX Spectrum. Ich hatte gesagt, die Publisher bzw. Spiele, die hatten sich spezialisiert auf ZX Spectrum und C64 Games, auch wenn die noch so eine Handvoll andere Sachen gemacht haben, aber deshalb haben sie die ZX Spectrum Version zuerst umgesetzt und dann die Version auf den C64 portiert. So. Übrigens, die Besonderheit hier, es gibt eine spezielle Version für den Commodore 128. Ja, die Version hat nämlich bessere Grafik und einige Räume mehr zu bieten. Dazu habe ich euch dann passend eine Werbung mitgebracht. Die Werbung blende ich euch hier mal ein, während ich ein bisschen weiterspiele. Aber es scheint, ich wollte gerade sagen, der Medusa, die Maschine, zack, komm mal ganz schnell hier. Jetzt läuft's. Drei Teile weglegen. Achso, da ist das dritte Teil. Ja, und ihr seht die Werbung aus der ASM, und zwar Juli 1986, spezielle Werbung für die Commodore 128 Version, könnt ihr da sehen. Und ja, hier ist da speziell die verbesserte Version angepriesen und die ganz neue Grafik. Zitat, es sieht gut aus, es klingt schön und es macht süchtig, genau wie das Musical. Und erhältlich in gut sortierten Computershops und Fachabteilungen, wie zum Beispiel bei Quelle. Ja, da haben wir als Kinder damals auch immer unsere Spiele gekauft. Ja, cool. Toll. Die US-Version übrigens, die wurde von Electronic Dreams angepasst und die läuft wesentlich flüssiger. Außerdem hat sie nicht den Monochrom, sondern den Multicolor-Modus. Bisschen schade, die kam damals natürlich nur für NTSC raus und hier in Europa haben wir ja PAL, das heißt, das konnte man hier auf den Rechnern nicht spielen. Na gut, okay, also mittlerweile gibt es aber auch, ja, ich sag mal, gehackte Versionen, die dann für PAL ausgelegt sind. Solltet ihr euch vielleicht mal anschauen, sieht nämlich echt cool aus, ist auch wesentlich flüssiger. Ja, ich lege mal den Joystick beiseite und sage, ja, die Spielezeitschriften von damals, das wollte ich euch noch berichten, die waren geteilter Meinung, alle lobten die Umsetzung des Kultfilms als Spiel. Und natürlich waren sie auch von der Musik angetan. Ansonsten fand man aber eher, dass die Vorlage für den ZX Spectrum die bessere wäre. Und andere schrieben sogar, dass es nur ein Spiel für Fans des Films wäre. Ja, mag sein. Die Sepp 64 Ausgabe August 1985, die vergab 43 von 100 Punkten. Also das ist schon relativ wenig. Und ja, damit zu meiner Beziehung zum Spiel. Der Film Rocky Horror Picture Show, ja, der war in meiner Jugend total angesagt und wir haben des Öfteren mit der Clique den Film auf Video geguckt und die Musik,
Der Time Warp, ihr hört ihn ja die ganze Zeit, die lief auf jeder Party und da haben wir natürlich zu getanzt. Und da darf natürlich auch das Spiel nicht fehlen. Das haben wir dann noch schon das eine oder andere Mal gespielt, aber nicht ganze Wochenenden lang wie ja, andere Games. Meine Bewertung? Ich habe viele Erinnerungen, einige davon habe ich mit euch ja jetzt schon geteilt. Der Titelscreen, den finde ich ganz gut. Nach dem Cover des Films ist toll gepixelt, wenn auch schwarz mit ja nur dem Text drauf, aber es erinnert mich dann doch immer an den an das Cover des Films. Und grundsätzlich eine nette Spieleidee, also Schlüssel und Puzzleteile einsammeln, Gegner ausweichen und am Ende dann auch noch den Partner befreien. Also ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, das gibt's auch bei dem einen oder anderen Spiel, aber finde ich eine tolle Sache. Sowas finde ich immer super, solche Spiele, wo man auch so ein bisschen sammeln und suchen muss und nicht einfach nur von A nach B durchläuft. Und was mir eigentlich auch ganz gut gefällt, also mit dem durch die Brille von heute, die ZX Spectrum, den Look and Feel. Da kommen wir dann zu den negativen Sachen, also Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Leider nur ein kurzes Musikstück, ich hatte gesagt, 1 Minute 10, dann wiederholt sich das Ganze. Und aus heutiger Sicht hätte ich es mir natürlich auch, ja, etwas bunter vorgestellt. Ich finde das dann doch auch irgendwie viel zu schwer. Ihr seht, dauernd rennen die Gegner in einen rein, laufen sogar auf einen zu und geben einem nicht mal den Hauch einer Chance. Ach Mensch, aber ich kann euch bestätigen, das ist nicht immer so. Ich habe auch die ein oder andere Runde schon gespielt und habe da einen Dreiviertel-Puzzle zusammengelegt. Also es geht, man muss ein bisschen üben und sich so ein bisschen eingrooven. Ja, was ich dann doch ein bisschen schade finde, es gibt keine Highscore-Liste zum Eintragen und das enttäuschende Ende, ich hatte euch davon erzählt, dass da einfach nur die Credits hochlaufen. Ach, und dann ist das Spiel vorbei. Ja, schade, aber gut, das war damals so. Zusammengefasst hätte ich mir von diesem Spiel aus heutiger Sicht dann doch ein bisschen mehr erwartet und natürlich auch gerne gewünscht. Also als Beispiel nenne ich da jetzt mal mehr Musik, buntere Grafik, eine Highscore-Liste zum Eintragen. Dann wäre ich schon glücklich gewesen. Aber gut, mein Wiederholungsfaktor, Daumen schräg, nettes Actionspiel mit Anlehnung an einen Kultfilm, dazu der Ohrwurm, der Musik Time Warp, ihr hört es die ganze Zeit, gehört auf jeden Fall nicht unbedingt in jede Sammlung, aber wenn man schon den Film sein eigen nennt, wo habe ich ihn hingelegt, hier so, dann finde ich, passt das Spiel passend auf Tape ins Regal dazu und ja, wie so häufig ist mir das Spiel dann aber doch zu eintönig und zu schwer auf Dauer. In ein paar Monaten, dann wage ich mal wieder ein, zwei weitere Spiele, sage ich mal. Lege es also wieder in die Datasette. Getreu meinem Motto, eine schnelle Runde geht immer. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Oh, was ist denn heute los mit dir, Mensch? Ja, gib mir doch gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video und die ganzen... Ja, hey, jetzt konnte ich euch sogar den bösen Motorradfahrer zeigen, der da auf uns zugefahren kommt. Da ist das Spiel dann auch vorbei. Ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch fürs Video, wenn euch das Spiel gefallen hat. Mit all den Informationen, die ich für euch rausgesucht habe. Und lasst gerne auch einen Kommentar da. Ich antworte euch auf jeden Fall. Mich würde diesmal natürlich interessieren, kennt ihr den Film? Kennt ihr das Musical? Habt ihr da auch schon mal mitgemacht mit Reiswerfen und Klorolle und allem drum und dran? Und wie gefällt euch das Spiel? Auch wenn ihr es nicht gesehen habt bisher oder vielleicht habt ihr es sogar auf dem 128. Naja, ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Und wie gesagt, jeder kriegt eine Antwort und ich freue mich immer ganz besonders. Davon lebt die Community und dieser Kanal. Ja, wenn noch nicht geschehen, dann würde ich mich natürlich auch über ein kostenloses Abo freuen. Kostet nichts außer einen Klick auf den Button, wenn noch nicht geschehen. Und die ganz Verrückten unter euch, ihr wisst, wie ich es meine, die haben dann auch noch die Glocke an und verpassen dann so kein Video mehr. Und in diesem Sinne, Space kann ich immer noch nicht drücken, Feuer auch noch nicht. Ich muss warten, bis das hier abgelaufen ist. Sage ich tschüss, macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten C64 Spielzeit. Euer Andira. Jetzt muss ich auch noch warten, bis der Brad und die Janet angekommen sind. Hier, komm, ich spiele nochmal den Brad. Und jetzt Enter at your own risk. Rein in die Spukvilla.